Wollten Sie nicht auch schon mal von der Sendung Nur die Liebe zählt überrascht werden? Mit einer tollen Überraschung? Wir sind die spanische Version. Lo que necesitas es amor. Und wir haben ein dolles Opfer, dem wir gleich einen vom Pferd erzählen werden. Ole. Einen wunderschönen guten Tag. Matthias Böhrmann, sind Sie richtig? Mein Name ist Jaime López, ich bin vom spanischen Fernsehen. Und kennen Sie die Sendung Nur die Liebe zählt? Sie sind in der spanischen Ausgabe. Lo que necesitas es amor. Sie waren schon einmal in Spanien, Herr Böhrmann? Ich war schon ein paar Mal in Spanien, ja. Wir haben eine Überraschung für Sie. Kommen Sie bitte mit. Ja? Wollen Sie bitte mit mir einsteigen, Herr Böhrmann? Machen. Ist eine Überraschung. Aber die Frau braucht jetzt Starthilfe. Das machen wir später, das haben wir organisiert. Ach so. Musiker. Wir haben für Sie eine Botschaft bekommen von jemandem. Und diese Botschaft möchten wir Ihnen gerne zeigen. Ja. Ich würde sagen, ich fahre das Video einfach mal ab und Sie schauen, ob Sie derjenige kennen. Haben Sie eine Idee, von wem die Botschaft sein könnte? In unserer Sendung Lo que necesitas es amor, in der Rubrik Folie de amor. Im Moment fällt mir jetzt nichts ein. Ich habe Streit mit meiner Frau und wüsste nicht, von wem das kommen könnte. Von Ihrer Frau ist es nicht. Ich schaue einfach mal. Wir machen das Video einfach einmal an. Sobald Sie erkennen, von wem die Botschaft sein könnte, bitte sagen Sie mir etwas. Haben Sie eine schöne Zeit verbracht in Spanien? Wir haben da eine schöne, einigermaßen das Beste draus gemacht. Mit wem waren Sie dort? Zusammen mit meiner Frau. Ach so. Wir waren öfter in Spanien. Erkennen Sie das Lokal, das Sie gerade sehen in Spanien? Das Licht blendet ein bisschen, aber irgendwie... So. Haben Sie gesehen? Moment, ich zeige es noch einmal. Wer könnte das sein? Oder ich hoffe, du kannst es noch nicht erinnern. Wir haben uns vor 7 Jahren auf Ibiza kennengelernt. Auf Ibiza? Waren Sie dort einmal? Ibiza haben wir schon mal, ja. Ich war sofort wild auf dich, weil du so leidenschaftlich gelacht hast. Kann ich nur bestätigen. Wir haben dann eine sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Und viel Sangria getrunken. Vor 7 Jahren. 7 Jahre Ibiza, so lange ist es her. Sie waren dort. Ich war auf Ibiza. Sie haben auch Sangria getrunken, Matthias. Ja, ich weiß. Trinke ich gerne. Also, wer kann die Dame sein? Wer ist die geheimnisvolle Frau, die Sie dort vielleicht kennengelernt haben, Matthias? Ich komme jetzt im Moment nicht drauf. Soll ich weiterspielen? Ja. Wir spielen immer weiter. Noch einmal der Lokal sehen wir jetzt. Wo der Dame auch schon längere Zeit. Leider konnten wir uns nicht so gut verständigen, weil du kein Spanisch gesprochen hast und ich kein Deutsch. Dann sind wir zu mir, weil bei dir deine Freundin war. Matthias. Ich kann mich an die Frau nicht erinnern. Überhaupt nicht. Nein. Leider haben wir uns aus den Augen verloren. Und so konnte ich dir nicht sagen, was ich selber erst einen Monat später erfahren habe. Unsere Liebe hat eine Frucht getragen. Und die Frucht ist heute ziemlich groß. Matthias. Und heißt Matthias Manuel. Matthias, wir haben eine Überraschung für Sie. Ja? Ja, ich mache mal die Tür auf, bitte. Und Sie schauen einfach mal raus. Hier, Matthias, bitte, ist Ihre Überraschung. Gehen Sie einfach vor. Bitte. Papa! Liebe Zuschauer, wieder einmal haben wir ein bisschen glücklich gemacht bei Lo que necesitas es el amor. Heute mit Matthias Böhrmann. Hola. Vamos. Venga. Venga. Unser frisch gebackener Papa Matthias scheint sich mit seinem neuen Sohn prächtig zu verstehen. Auch die Schwiegereltern kommen ihm überhaupt nicht Spanisch vor. Hasta luego. Hola.